Freunde und Freundinnen der elektronischen Musik, hier sind wir wieder, Sein Studios und das große Finale der One Synth Challenge. Heute wird entschieden, wer, oh, boah, der ist schwer auch, der Synthesizer hier, wer diesen großartigen Peak gewinnt. So, ihr merkt vielleicht, dass Henning nicht da ist. Dafür ist Robert Babic aber da. Das hat den Hintergrund, Henning geht es heute nicht gut. Er hat sehr, sehr starke Kopfschmerzen, hat sich entschuldigt. Und Robert ist spontan eingesprungen. Also ein mehr als würdiger Juror, der ja auch schon Erfahrung hat durch die letzte One-Synth-Challenge. Ja, ihr vier, wie geht's euch? Super. Ja, ganz okay soweit. Schön. Wir leben noch. Wir leben noch, genau. Ja. Ja, verrückte Zeiten da draußen auf jeden Fall. Alles sehr traurig, was passiert. Aber lasst uns heute eine gute Zeit haben. Hoffentlich gute Musik hören. 10 Tracks wurden ausgewählt jetzt in der zweiten Voting-Phase. Insgesamt haben wir fast 140 Einsendungen gehabt. Das ist eine ganze Menge. Da waren dann einige Links leider defekt und ein paar haben die Challenge nicht ganz verstanden. Da gab es auch mal einen Track mit dem Vocal, die sind natürlich dann rausgeflogen. Aber aus dieser Einsendung haben Fafi, Lukas und ich uns durchgehört und haben ein ganz gutes und faires System gefunden. Denn nur wenn Fafi, Lukas und ich den Track als gut empfanden und ein Ja gegeben haben, kam der überhaupt in die nächste Runde. Wir hatten aber jeder Wildcards, also wenn ich einen Track besonders gut fand und mir dachte, der muss weiterkommen, dann konnte ich den weiterschicken und das konnte Fafi und Lukas machen. Dabei gab es ziemlich viele Übereinstimmungen und so sind 38 Tracks in die zweite Voting-Phase gekommen. Da haben auch richtig, richtig viele Leute abgestimmt. Über 200 Votings kamen rein und so haben sie sich herauskristallisiert, die 10 Finalisten. Und wir werden jetzt diese 10 Finalisten durchhören. Torge, Moritz, Robert und Florian dürfen jeweils 0 bis 10 Punkte geben. Die Punkte verteilen wir immer direkt nach dem Hören. Und ganz am Ende, liebe Community, könnt ihr noch abstimmen. Und der erste Platz bekommt 10 Punkte und so weiter. Der letzte Platz dann 0. Und so verteilen sich dann insgesamt 5 mal maximal 10 Punkte. Also das beste Ergebnis, was man haben kann, sind 50 Punkte. Und der Gewinner mit den meisten Punkten gewinnt den Peak. Signiert von unseren 4 Teilnehmern aus der One-Soon-Challenge. Ja. Außerdem 303-Tag, 30,3% bei Sign auf alles, außer auf Plugins, aber Chop Suey. Schwierig zu kommunizieren, aber so ist es halt. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Also hier unten rechts seht ihr schon das Votingblatt. Da sehen wir dann hinterher, wie die Punkte zusammenkommen. Wir hören, genau, wir sehen schon den ersten Track. Prevision ist der erste Track, den wir uns jetzt anhören werden. Und ich würde sagen, starten wir. Natürlich auch noch ein Hallo an die Community. Cool, dass ihr schon alle da seid. 84 Zuschauer, 85. Ihr wisst ja Bescheid, wenn ihr ordentlich Likes raushaut, dann verlose ich auch wieder ein bisschen Merch aus unserem Shop. Und ich schicke jetzt den Link, den ersten Link. Das muss man auch sagen, die 4 Leute in der Jury haben die Tracks noch nicht gehört. Also wir haben weder Torge, Henning ist ja nicht dabei, Florian, Moritz oder Robert die Tracks vorher geschickt. Das heißt, ihr konntet sie vorher nicht hören. Robert, hattest du mal reingehört? Einen blassen Schimmer. Also ich hab ein bisschen eure Streams gesehen. Das ist alles, was ich weiß. Okay. Sehr gut, dass du dich reingehört hast, weil so bleibt es fair. Ich Für habe euch überhaupt zählt jetzt keinen der erste Blassenschimmer, Eindruck. was mich da erwartet. Und ich darf wahrscheinlich auch nicht schimpfen, ne? Also ich gebe einfach meine Punkte und höre Genau. meine Punkte. Also, Robert, wir lieben es, wenn du schimpfst. Und was wäre ein Stream mit Robert ohne einmal schimpfen? Oder? Also. Ja, wenn irgendwas super scheiße ist, dann ist es Schimpf, super scheiße. schimpf, schimpf. Okay. Aber sind ja alles Gewinner jetzt schon. Also Ja. in dem Also, Feedback aus der Community bei den 38 Tracks waren wirklich sehr, sehr gute Nummern dabei und ich fant auch, dass das Level gegenüber der letzten One-Tune-Challenge nochmal deutlich besser war. Okay, hier der erste Track. Wir gehen rein in die erste Nummer.
Da war sie, die erste Nummer. Die Community hat schon schön gesagt, der beste bis jetzt. Bedenkt bei eurem Voting, es standen nur die Samples zur Verfügung, die ihr fabriziert habt und dann auch noch unprocessed. Ja. Keine Synths durften benutzt werden. Also, Prevision heißt der erste Künstler. Moritz, deine Punkte. Ich gebe 6 Punkte. Soll ich auch irgendwie... Ja, klar, gern so eine kurze Erklärung. Also ich fand, ich muss überlegen, ich fand den so den Groove die Basis von dem Track irgendwie geil. Das hatte irgendwie einen coolen Vibe und irgendwie sehr nach vorne gehend und aber ich fand die Synthis obenrum, so die Melodien und so, fand ich so ein bisschen, aber so die Grundstruktur irgendwie, diesen Basslauf, gerade so bei 3, 3,5 Minuten, bei diesem einen kleinen Drop, finde ich schon sehr geil, aber genau, so die Melodien und die fand ich so ein bisschen zu, böse gesagt, so ein bisschen zu beliebig, genau. Okay, danke. Robert? Deine Punkte für Prevision? Rush Hour. Voll schwer, weil immer der erste Titel, man weiß ja nicht, was noch kommt. Ne? Also ich möchte eins sagen, wenn ihr irgendwann im Laufe merkt, dass ihr einen Punkt zu hoch oder zu niedrig verteilt habt, können wir auch nochmal zurückgehen und korrigieren, okay. Wenn das jetzt nicht komplett ausartet, ja, weil ich kenne genau die Schwierigkeit, ja. Ja, das ist nämlich gut, weil ich weiß wirklich nicht, was kommt und was für ein Level sich da ergibt. Insgesamt war der Groove ganz cool. Ich fand's aber irgendwie hatte der Track aber keine richtige Aussage. Der war so ein bisschen beliebig zwischen verschiedenen Patternern hin und her springen. Und dann war noch ziemlich große Stereopolizei am Start. Deswegen. Also Groove war cool. 4 Punkte. Und vielleicht ändere ich das ja dann im Nachhinein. Aber war ein guter Einstieg. Okay, danke dir. Florian. Bitte. Ja, ich möchte mich da auch circa anschließen. Also technisch habe ich jetzt nicht so viel auszusetzen gehabt, außer dass der Beat so ein bisschen trocken war. Aber irgendwie... es war irgendwie nicht so richtig
eine Melodie drin, die sich aufbaut oder irgendwie so, oder irgendein Vibe, finde ich, der vielleicht hätte auch noch irgendwas gefehlt. Ich weiß nicht. Ich gebe jetzt einfach mal so ein durchschnittliches Rating, also 5, weil vielleicht war es halt auch einfach nicht so richtig mein Style. Ja, 5. Okay, danke dir. Und Torge, bei uns im Studio sitzt er. Ja, genau da. Ja, hier hat sich das super gehört. Also ich gebe 7 Punkte, weil ich finde schon, dass es, auch wenn es jetzt so ist, jetzt vielleicht nicht so mein Style, aber ich finde es schon crazy, was aus den Samples gemacht wurde. Also ich glaube, so zwischendurch halt so ein, zwei Sachen erkannt zu haben, und fand es dann schon nice, wie das ja quasi in anderes Licht gerückt wurde. Also schon so technisch echt cool gemacht. Technisch jetzt nicht im Sinne unbedingt von Mix und Mastering, sondern einfach so, wie die Samples bearbeitet wurden und so, fand ich schon ganz cool. Groove, wie die anderen gesagt haben, fand ich auch ganz nice. Nur es war halt jetzt, wenn man den Track an sich jetzt so bewerten will, dann fand ich auch, dass da so ein bisschen die Aussagekraft gefehlt hat. So. Aber 7 Punkte. Okay, danke dir. Jetzt geht es direkt weiter mit der nächsten Nummer. Und die kommt von Gabby Gunn. Link schicke ich euch. Gabby Gunn ist eine Teilnehmerin aus UK, muss man noch dazu sagen vielleicht. Ganz interessant, wie groß unsere Community mittlerweile geworden ist. Oder wie weit die Reichweite ist. Wir gehen rein. Gabby Gunn mit ihrer Remix-Interpretation der One Soon Challenge.
So, Track Nummer 2. Gabby Gun. Fangen wir jetzt von hinten an. Torgi. Ja, boah. Es ist wirklich schwierig mit diesen Punkten. Ich will jetzt eigentlich wieder 7 Punkte geben, aber ich habe das Gefühl, dann gebe ich einfach immer 7 Punkte, wenn ich es weiter mache. Ja, ich fühle das. Also ich muss sagen, dass mir das dann so Mix, Master technisch, so Tiefenstaffelung technisch dann jetzt ein bisschen schlechter gefallen hat als der davor. Daher gebe ich jetzt 6 Punkte, weil an sich finde ich es auch geil. Das war auch war ein Kopfnicker auf jeden Fall. Es war Drive drin, so durch diese Dinger, die immer so hoch gingen. Das war schon irgendwie cool. Aber das Sounddesign an sich hat mich jetzt nicht so krass umgehauen. Also das war jetzt, da wurde jetzt nicht so krass abgespaced, was Neues draus gemacht, was ja auch nicht schlimm ist, aber ja, 6 Punkte. Okay, danke dir. Florian. Bei dem Track finde ich, technisch hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können. Ja, ein bisschen mehr Stereo und im Höhenbereich vielleicht mit Hi-Hats oder so. Aber im Prinzip finde ich den Track nicht schlecht. Ich hätte da fast noch eine Melodie drüber gemacht, aber geht ja nicht. Man muss ja mit den Samples arbeiten, die man da sind. und wenn man das eben berücksichtigt, den Track finde ich nicht schlecht. Der hat auch so ein bisschen Edge. Also der ist nicht so glatt und da hat so ein bisschen Feeling drin und so. Ich gebe 6 Punkte. 6 Punkte von Florian. 6 Points. From Berlin. Wir brauchen eigentlich so Schilder. Die das Robert. Ich fand ihn ehrlich gesagt kreativ. Ich kenne aber halt die Samples nicht. Ne? Ich habe da einen Pitch-Shifter. Ist das eben... Ableton hat ja, glaube ich, hat jetzt auch... ne? Dass du Frequency Shifter hast, glaube ich, ne? Habe ich da drin gehört. Ich bin nicht. Es gibt jetzt den Shifter neu. Ja, ich bin Frequency Shifter Fan. Ich habe das auch hier im Modular. Ich liebe das, wenn das so auseinanderbröselt. Und ich mochte das Gebrösel auch. Aber wie gesagt, ich kenne die Samples nicht. Das war ja auch ungemastert, gehe ich mal von aus. So wie der Wellenform war ja so. Deswegen kann ich das Technische jetzt. Ja, war halt flach, aber die Idee fand ich cool, deswegen 6. 6 Punkte. Ja, also wenn man hier geguckt hat, hat jeder mit dem Kopf genickt. Und das ist Zeichen. Also 6. 6 Points from Malta. Das ist wirklich gut. Moritz. Nee, das ist Torge. Da bist du. Ja, also ich kann mich Robert auch nur anschließen. Es ist auf jeden Fall so ein Kopfnicker und man wurde sehr. Man wurde erfasst, dann mit dem Kopf zu nicken und mitzugehen und ging auf jeden Fall gut nach vorne. Ich fand auch die, er hatte irgendwie so eine Textur und sehr viel, ja, so ein bisschen, gerade so die Distortion und so die Details waren auf jeden Fall da. Ich hätte mir so vielleicht noch ein bisschen mehr Details gewünscht, also ich finde gerade, wenn es so ein, also ich kenne mich in dem Genre jetzt auch nicht so aus, aber so für mein Gefühl, wenn das so ein, wenn da jetzt nicht viel mit Harmonien ist und so viele Variationen von der Bassline gab es ja jetzt auch nicht, dann hätte ich mir so gerade im Hintergrund, was so atmosphärische Sounds und Automation und so betrifft, dass man dadurch so ein bisschen mehr noch rausholen hätte können, denke ich. Ich fand den Sound nicht so gut, weil es so ein bisschen klang so ein bisschen flach und da hat mir so ein bisschen die Tiefe gefehlt und so untenrum und so, ich fand es alles so sehr, ja, so ein bisschen in der Box drin und irgendwie nicht so, ne, man hat das Gefühl so, ja, könnte man noch irgendwie mehr rausholen. Ich würde, glaube ich, 5 Punkte geben. 5 Punkte von Moritz. Dann geht Gabby Gun auf jeden Fall in Führung. Ich glaube, es wird richtig spannend heute, Leute. Ich glaube, das wird heute richtig, richtig spannend, weil ja auch die Community, also ihr da draußen, auch noch die Möglichkeit habt, abzustimmen.
Wir gehen direkt in die nächste Nummer rein. Balok, The Tannhauser Gate. Ich schicke euch den Link. Weiter geht's.
Balok, The Tannhauser Gate. Robert, deine Punkte aus Malta erwarten wir freudig. Ach so, ich war gemutet. Jetzt hört ihr mich. Das war Balok, The Tannhauser Gate. Robert, deine Punkte aus Malta erwarten wir hier. Ja, also ich wusste schon, dass man vorsichtig sein soll mit dem Punkte vergeben, weil das war kreativ. Sehr geiles Sounddesign. Das war jetzt echt gut. Also ich habe letzte Woche selber das erste Mal Drum Bass mit 160 BPM gemacht. Und total interessant, mit breakigen Sachen zu arbeiten. 8 Points from Malta. 8 Punkte, wow. Piu, piu, piu. Florian, deine Punkte. Ja, aus Wien. Ich fand den Track auch gut. Also völlig ohne Nachdenken hat mir der Track einfach gefallen. Der ist stimmig, der hat Tiefe, der arbeitet gut im Stereofeld, technisch sehr gut. Gut, in der Mitte hätte ich mir irgendeine prägnantere Fläche oder so erwartet, irgendwas Tonaleres. Also ich wollte schon fast 9 oder 10 Punkte geben, aber na gut, ich gebe 9 Punkte. Boah, Junge, 9 Punkte. Moritz. Fand den auch echt sehr, sehr gelungen. Fand auch die Sounds total kreativ. Irgendwie war der Mix, fand ich total angenehm, war irgendwie voll, war irgendwie nicht zu viel los, nicht zu wenig, war alles schön im Raum drin, irgendwie schöne Reverbs, schöne Flächen, coole Sounds auf jeden Fall. Ich hätte mir vielleicht auch noch eine Melodie gewünscht irgendwie, aber das ist auch vielleicht oder voll Geschmackssache. Oder halt irgendwie so ein bisschen mehr Tonales. Aber wie gesagt, ist wahrscheinlich voll Geschmackssache. Ich würde auch 8 Punkte geben. Stabil. Torge. 10 Punkte. Es sei denn, es kommt noch einer, den ich noch geiler finde. Raus, der Torge. Ja, das sind dann. Also, das ist jetzt meine Wildcard auf jeden Fall. Das ist ein super geiles Ding. Richtig sick. Geil. Also, falls geil. Ich noch irgendwas anderes finde, aber man kann ja auch zweimal 10 Punkte geben, oder? Na klar. Natürlich. Du kannst auch 10 mal 10 Punkte geben. Ich habe da gar nichts dran auszusetzen. Finde es einfach nur geil. Super nice mit den Sounds gespielt. Diese Flächen, die so überall rum fliegen. Ja, geil gemacht. Geiler Mix. Klingt einfach gut. Hat Spaß gemacht. Okay, dann haben wir jetzt hier mit 35 Punkten einen Track, der die Nase vorne hat, würde ich sagen. Aber es kommen ja noch 7 weitere, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Und ich schicke euch den Link von Track Nummer 4. Und das ist von Bajika Haha, heißt der Künstler. Bajika Haha.
So, W. Jones aus der Community würde diesem Track 10 Punkte geben. Ich bin gespannt, wie viele Punkte Florian den Track gibt. Florian, dein. Ich habe auch schon überlegt, ob ich ihm 10 Punkte geben soll, weil es der erste Track, der irgendwie komplett fertig ist, so wie er ist, finde ich. Das stimmt alles, das ist alles stimmig. Dazu die gewisse Magie, die ein fertiges Musikstück haben soll. Wenn ich etwas ändern könnte, wäre es die Snare, die ist mir ein bisschen zu... Ne, die ist eigentlich gar nicht nötig. Ich würde die einfach nur weglassen. Darum 9 Punkte. 9 Punkte von Florian, auch stabil. Robert. Oh, ich fand das... Also Sounddesign, super kreativ. Tief und klang auch toll, aber es klang wie, ich guck mal, was ich damit machen kann. Also ich habe darin jetzt keinen richtigen Track, keine richtige Geschichte gespielt. Es war so ein bisschen hin und her, das konnte sich nicht so entscheiden. Zum Beispiel bei dem Track davor, da war so eine Stringenz, da war so eine Kraft, der strahlte so, obwohl er viel minimaler war. Und hier verlor sich das so, ohne richtig... Auch wenn die Sounds wirklich gut waren, also richtig gut, aber es verlor sich. Aber es ist eine gute, es ist schon eine gute Nummer. 5 Punkte von Malta. 5 Punkte von Malta. Moritz. Ich würde 7 Punkte geben. Ich fand auch die Sounds total gelungen. Das Sounddesign war mega gut. Irgendwie richtig schöne Klänge einfach, irgendwie coole Pads, coole Synthi, Melodie, Sounds, weil ich fand nämlich auch die Sounds cool, Sounddesign war super, auch die Drums, irgendwie der Rhythmus fand ich cool, war irgendwie sehr, so das Langsame hat so ein bisschen dazu gepasst, Snare finde ich auch, wie Florian sagt, irgendwie unpassend, aber ist egal. Was mich auch eben gestört hat, waren einfach irgendwie die Komposition quasi, beziehungsweise ich fand nämlich auch, dass es nicht so eine richtige rote Linie gab in den Melodien. Es waren auch irgendwie manche, es gibt so einen Percussion-Sound, der ist irgendwie so einen Halbton zu hoch oder zu tief, keine Ahnung, aber der ist so voll atonal gewesen. Es gab immer mal wieder so Reibungen, die ich irgendwie nicht ganz schön fand, also die so ein bisschen atonal waren. Und ich fand auch, da hat mir auch so ein bisschen so der Wiedererkennen, also ich fand, so wie gesagt, vom Sound fand ich ihn cool, aber ich könnte mich jetzt an keine Melodie noch mehr erinnern, so. Also da fehlt mir einfach auch eine rote Linie oder so ein bisschen der Wiedererkennungswert in den Melodien. Ja. Okay, danke dir. Torge. Ich gebe 8 Punkte, weil ich fand es schon, ich fand schon ziemlich geil. Aber ich muss mich da anschließen, dass Robert anschließen, dass das so ein bisschen, oder ja, eigentlich Moritz, dass es so ein bisschen alles war mal so drin, aber es hatte nicht so diesen roten Faden. Man wusste jetzt nicht genau, was war das jetzt eigentlich am Ende. Ich fand aber alle
Parts, die so kamen, die ja immer irgendwie was so für sich hatten. Also dann kam da mal eine geile Percussion dazu oder so, oder irgendwo war dann so ein LFO Lead-Sound noch dabei. Das waren alles richtig geile Elemente. Also Sounddesign war wirklich sick, so, aber es ist jetzt wirklich, ich weiß jetzt hinterher auch nicht mehr, wo war was, hat was stattgefunden. Und ja, deshalb 8 Punkte. Also ja, stark, geile Nummer. Also Sounddesign super, nice, top. Cool, ja, dann machen wir mal einen kurzen Zwischencheck hier. Und zwar, Moment. Ups. Ach, das habe ich mir jetzt einfacher vorgestellt mit dem Sortieren. Da. Ja, Balog auf Platz 1. Bajika Haha auf Platz 2. Gabby Gunn auf Platz 3 und Prevision auf Platz 4. Aber es ist noch alles drin. Angenommen, die Community gibt Prevision 10 Punkte. Ne, Prevision ist raus. Der wird auf keinen Fall mehr der Gewinner. Aber bei Bajika ist zum Beispiel noch alles drin. Ja, es bleibt spannend. Liebe Community, ihr könnt uns natürlich auch wie immer Punkte geben. Ganz einfach, indem ihr auf den Daumen drückt hier bei YouTube. Freuen wir uns drüber. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass aktuell noch unser 303 Flash Sale läuft. 30,3% auf alles auf sign.de. Könnt ihr uns unterstützen. Vielleicht findet ihr da das passende Sample Pack, ein cooles Sound Pack, einen guten Kurs oder eine Masterclass. Und wir gehen jetzt rein in den nächsten Track. Fred hat gewonnen. Und das muss man sagen, gewonnen. Ich finde, alle 10, die hier weitergekommen sind, sind schon irgendwie Gewinner, oder? Also aus 140 Tracks so weit zu kommen, das muss man ja auch erstmal schaffen. Ich habe euch den Link geschickt. Los geht's mit Fret No Oscillators. We'll be right back.
so lustig, wenn ich hier in den Rechner gucke und einfach vier Köpfe alle so am Wackeln sehe. Das ist schon ein sehr unterhaltsamer Anblick. Genauso unterhaltsam wie der Track, aber meine Stimme zählt ja heute leider nicht. Eure Stimme zählt und mich interessiert, was unser guter Thor gesagt. Zu also, ich finde es geil. Ich finde es richtig geil. Ich habe am Anfang so kurz gedacht, okay, also das war so vor 8 bis 10 Jahren oder so, da fand ich den Sound so richtig, richtig geil. Und jetzt habe ich mich gerade daran erinnert, warum. Nämlich weil es einfach Groove so ist, einfach nice, man kriegt einfach Bock. Mischung war auch gut. Und das ist wirklich, das ist genau so ein Klischee von Sound, aber halt zu 100% getroffen irgendwie. Und das ist auch nice. Und das halt aus den Samples zu machen, finde ich echt cool gelungen. So. Also 8 Punkte auf jeden Fall. 8 Punkte von Torge für Fred. Moritz. Von mir gibt es auch 8 Punkte. Fand ich auch irgendwie geiler Groove, geile Bassline. Ist halt, wie Torge schon sagt, so ein bisschen so eine klischeemäßige Bassline, aber sie funktioniert einfach einwandfrei und regt sofort zum Tanzen an. Und auch vom Mix her war so ein bisschen, was ich ganz geil fand, so ein bisschen schmutzig, hatte so ein bisschen so ein Dirt drauf irgendwie, aber in den Höhen gibt es eine Frequenz, die mich irgendwie, müsste man mal gucken, so die Höhen, das hindert einen so ein bisschen daran, lauter zu machen, das ist ein bisschen unangenehm, aber die Kleinigkeit, gerade so die Elemente fand ich ziemlich geil, geile Percussions, irgendwie gerade die zweite Melodie, die dann im Break reinkommt, fand ich sehr nice, ist irgendwie sehr stimmig insgesamt, muss auch irgendwie nicht noch irgendeine Melodie oder so rein, finde ich cool, dass es so recht minimalistisch ist. Auch Arrangement finde ich gut gelungen, funktioniert glaube ich gut im Club so. 8 Punkte, genau. Cool, Florian, wo bist du da? Jo, so 2010 habe ich genau den Sound gespielt und ich habe mich gerade so ein bisschen zurückversetzt in die Zeit und den Track hätte ich auf jeden Fall gespielt. Der ist auch super stimmig in sich. Da passt alles von Break bis Sounddesign und wie die Samples zusammen funktionieren und alles. Ich dachte mir schon in den ersten paar Sekunden so, okay, der Beat ist stabil, der ist richtig gut. Den Style würde ich so jetzt nicht mehr spielen, aber das ist jetzt völlig egal. Ich muss dem Track hier 10 Punkte geben. Vielleicht 10? Nochmal 10 Punkte, aber der kriegt jetzt erstmal die Maximalpunktanzahl, weil da kann ich nichts gegen sagen. Florian haut raus hier. Nice. Robert. Ja, ganz klar. Also das war jetzt echt, das war gute Laune. Also ganz klar. Wenn man Mono drückt, war leider die Hauptsequenz weg. War die Laune weg. Also im normalen Track-Feedback hätte jetzt die Stereo-Polizei ganz doll Schimpfwörter gesagt. Aber super. Ach Mann, Leute, das macht's doch schwer. Weil ich fand diesen gebrochenen Track, der so düster war, und das ist jetzt so echt der Gegensatz, muss ich wohl 8 geben, weil der andere, dann sind das meine beiden Favoriten bis jetzt. Ja. Okay, nice, 8 Punkte, das bedeutet, Fred zieht ganz nah an Ballock dran. Das wird richtig spannend. Ich bin so gespannt, wie ihr, liebe Community, gleich eure Stimmen verteilt. Also bleibt auf jeden Fall dran. Merkt euch die Tracks, merkt euch die Titel, damit ihr gleich abstimmen könnt. Das Voting ist eröffnet. Und wir haben als nächsten Track Soloma, Peak Brightness. Ich schicke euch den Link. Los geht's.
So. Stabiler Techno von Soloma. Robert, deine Punkte. Wie du sagst, stabiler Techno. Ich bin überrascht. Der Synthesizer scheint ja echt ganz coole Sounds zu haben. Ne? Es war ja so, also die erste Challenge war ja so schwer. Das wäre jetzt, also mit dem Synth hätte ich wahrscheinlich den Track in 30 Minuten. Er hat vier Tracks gemacht. Album. One Album Challenge. Ja, also gute Grundlage. Also ich höre da gute Sounds raus. Der Track war gut. Mir fehlte trotzdem was, aber war gut. 6 Punkte. 6 Punkte aus Malta von Robert. Weiter geht's mit Florian. Ja, hier, ne? Mhm. Ist der erste richtige Techno-Track in meinen Augen. Hat dich hier im Herz berührt, ja? Nein, hier im Tresor. Der Track ist fertig, so wie er ist. Der ist stimmig, der hat das gewisse etwas, das Feeling, da brauche ich nicht mehr viel analysieren oder so. Ja, und jetzt gut, dass ich mir die 10 Punkte eben aufgehoben habe, die gebe ich jetzt her, 10 Punkte. 10. 10 Punkte von Florian. Ja. Sehr gut. Torge. Ich stehe gerade vor einer Entscheidung. Entweder ich gebe dem Track vorher doch 9 Punkte und dem jetzt 8 oder ich gebe dem jetzt 7 Punkte. Ich kann mich irgendwie gerade nicht so richtig entscheiden. Ich finde den auch richtig geil, aber ich finde... Also der hat Spaß gemacht, aber ich finde, man hätte mit dem Chord noch mehr machen können. Also der war im Gegensatz zu den anderen Sounds, die ich ziemlich geil fand, war dieser Chord-Sound so ein bisschen zu wenig ausgearbeitet noch. Der hätte noch mal so ein bisschen mehr machen können. Irgendwie. Vielleicht ein bisschen mehr schrabbeln oder so, ich weiß es auch nicht. Ich würde gern... Nee, 7. 7 Punkte. 7 Punkte von Torge Moritz. Deine Punkte. Bin auch so ein bisschen unschlüssig. Also am Anfang hat er mich total abgeholt, wo ich irgendwie, ich habe ihn angemacht und war direkt so, oh geil, fett. Irgendwie klang mega so Bassdrum, Bassline-Kombo, irgendwie klang mega clean, auch für die gute Weise irgendwie und ging mega nach vorne, irgendwie ziemlich cool. Dann als die Synthes reinkamen, ist es bei mir in der Punktzahl wieder so ein bisschen runtergegangen, weil ich das Gefühl hatte, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dieser Synthi, die Sequenz, die war irgendwie, da war irgendwie so ein Reverb drauf, was das Gefühl so ein bisschen nicht, da hat mir so ein bisschen dieses In-Your-Face gefehlt, was so den Mix betrifft. Bei den Synthis, das Pad fand ich sehr mono hinten so, das hätte ich mir gewünscht, hätte man so ein bisschen breiter machen können. Ich guck, was habe ich denn davor gegeben? Ich glaube 8? Nee. Davor hast du 8 Punkte gegeben. 8 Punkte. Ich finde es total schwierig, weil das halt überhaupt nicht mein Genre ist und ich hätte glaube ich 6 Punkte gegeben und hoffe, dass ich das jetzt nicht tue, es ist halt voll schwierig, den Geschmack, das unabhängig vom Geschmack zu beurteilen, so, wisst ihr, ich meine? Und dadurch, dass Florian, der sich halt in dem Genre wesentlich besser auskennt als ich, jetzt 10 Punkte gibt, verunsichert mich jetzt. Gib die Punkte aus dem Gefühl raus, was du hast. Also ich würde 6 Punkte geben und ich würde gerne nochmal den allerersten Track auf 7 upgraden. Okay. Ja, hatte ich, glaube ich, auch 6 Punkte gegeben. Dem ersten Track hast du 8 Punkte gegeben. Nee, Moment, wir haben ja hier sortiert. Haha, was war denn der erste Track? Der erste Track war Prevision. Genau, dann habe ich 6 Punkte gegeben. Genau, und dem möchtest du jetzt 5 Punkte geben. Oder hoch. Mit dem würde ich hoch auf 7. Hoch. Mit dem jetzigen 6, genau. Ah, ein Upgrade für Prevision. Ja, das wollte ich, hatte ich auch gedacht, weil jetzt, wo sich das so ganz langsam ein bisschen einpegelt, würde ich dem ersten Track auch einen Punkt mehr geben. Prevision bekommt 5 Punkte, noch ein Upgrade. Okay, dann schauen wir mal, der Zwischenstand. Leute, es ist echt spannend. Wir haben Ballock auf Platz 1, gefolgt von Fred,
mit der guten Laune. Das ist so lustig, Ballock so gar keine gute Laune, so voll düster, voll gruselig. So. Man hat Angst, den auf Kopfhörern zu hören, wenn man alleine draußen nachts durchläuft. Aber dann die gute Laune Fred, genau gefolgt. Und dann auf Platz 3 Bajika Haha mit 29 Punkte und Solomo. Also wir haben jetzt zwei dritte Plätze. Ja. Wie viele Punkte habe ich dem Bajika gegeben? Dem Bajika hast du 9 Punkte gegeben. Ich muss das ein bisschen niedriger machen, weil, ja, weil jetzt eben schon, schwer zu sagen, dem jetzt habe ich 10 gegeben. Sieben. Also, Bajika gibst du jetzt 7 Punkte. Vorher ja, hattest du 9 und jetzt 7. Sind die 10 Punkte nicht mehr so viel wert, weißt du? Aha, okay. Also, ja. Bajika, ein Downgrade. Mein Gott, Leute, das macht das Format tut noch mir spannender. Leid, aber das muss, wie Robert schon sagt, das muss sich einpegeln und das ist immer schwierig. Und deswegen gibt es ja die Möglichkeit. Dem ersten habe ich, glaube ich, ein bisschen zu wenig gegeben. Dem ersten habe ich, glaube ich, 5 gegeben, oder? Weil da wollte ich so eine mittelmäßige Wertung. Provision, muss genau. Muss ich auf 6 upgraden. Auf 6 upgraden? Ja. Okay, ja, dann haben wir jetzt einen dritten Platz. Jetzt bin ich eingepegelt. Jetzt bist du eingepegelt. Ballock Platz 1, Fred Platz 2, Soloma Platz 3, Bajika Platz 4, Provision Platz 5. Und Gabi Gunn Platz 6. Ja, jetzt geht es weiter. Fritz Ferdinand hat den nächsten Track oder hat es geschafft ins Finale aus 140 Einsendungen. Das ist schon nicht schlecht, würde ich sagen. Und den Link habe ich euch geschickt. Los geht's mit Fritz Ferdinand Space Night. Thank you.
Fritz Ferdinand. Eine Begleitung durch die Nacht. Florian, wie hat dir die Nummer gefallen? Wie viele Punkte gibst du? Nicht beim Track-Feedback. Am Anfang dachte ich mir so, da muss jetzt irgendwas kommen, so im ersten Drittel. Und in der Mitte kam es dann auch, also die Melodie. Ich finde die ziemlich gut. Obwohl man das Ganze ein bisschen, ich weiß es nicht, ein bisschen mehr ausproduzieren hätte können. Ich gebe jetzt einfach mal sieben Punkte. Sieben Punkte von Florian für Fritz Ferdinand. Moritz, deine Punkte? Es ist so spannend, Leute. Ich bin wirklich, also die das ist, das ist einfach so spannend. Ich tippel so die ganze Zeit mit meinem Bein. Steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, also ich finde, da könnte man noch sehr viel ausarbeiten. Ich mag diesen locker flockigen, ne, alles so sehr simpel im positiven Sinne gemeint, irgendwie gehalten und so sehr, so nicht so dramatisch, melancholisch, sondern halt so einfach so ein bisschen was Leichteres mal. Trotzdem finde ich es ein bisschen zu, so gerade so nach ein, zwei Minuten dann alles so schon sehr vorhersehbar, auch die Harmonien, so die Melodie geht dann immer exakt einfach, so die Sequenz verändert sich dann einfach genau mit der Harmonie und dann auch die Harmonien sind halt super, ja, so sehr vorhersehbar alles, auch das Arrangement irgendwie, man weiß schon, ey, jetzt okay, jetzt kommt der Break, jetzt kommt irgendwie wieder alles rein, also ich finde, da könnte man das schon noch ein bisschen mehr ausarbeiten. Ja. Wie viele Punkte? Hast du schon gesagt? Sechs. Sechs Punkte. Mein lieber Robert, Franz Ferdinand. Ich versuch mal, also das war so ultra clean irgendwie. Es war so ein pinker Aufzug mit Blümchen und Preisschildern und so. Und pink, passt gut. Mhm. Eine pinke Zuckergusswolke, ne? Ja, mit so aber Lollis. Weißt du, es roch nicht mal ein kleines bisschen nach Pipi in dem Aufzug. Nicht mal das. Nicht mal nach Pipi hat es gerochen. Ja, das müssen Aufzüge, müssen nach Pipi riechen. Also, das ist kein Aufzug. Wo kommen wir denn da hin? 5 Punkte von Robert. Ja. Okay, wegen zu wenig Pipi. Torge, deine Punkte erwarten mich, uns. Ja, also das war zwar cheesy, also kitschig auf jeden Fall und auch so ein bisschen leierig, aber also das war trotzdem gut gemacht. Also ich finde so unter bestimmten Umständen kann ich mir richtig gut vorstellen, dass es irgendwo läuft, so in so einer, in einer ebenfalls genauso kitschigen Cocktailbar auf Bali oder so, keine Ahnung. Ja, also 6 Punkte. 6 Punkte, weil technisch gut, aber kann man definitiv noch mehr draus machen, aber schon irgendwie so ein Ding getroffen. Also 6 Punkte, ja. 6 Punkte, damit ist Fritz Ferdinand auf Platz 6. Okay, dann geht's weiter. Die letzten 3 Tracks. Harmonie. Ja, ist der nächste Künstler, der uns hier mit diesem Track beglückt. Harmonie. Los geht's.
Super interessante Interpretation von Florian, sein Lied Zünd, fand ich. Ich glaube, das erste Mal, dass ich den so konkret rausgehört habe. Florian, wie hat dir der Track gefallen? Ich erinnere mich, Kruder Dorfmeister und so, findest du geil? Wie fandst du Peak Detection von Harmony? Ja, sehr gut.
auch sehr interessant, dass er die Melodie eher so eingesetzt hat, wie ich das eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich eine Art String-Sound spielen. Mir ging halt dann die Zeit aus. Der Sound passt gut zur Melodie. Und das Ganze ist halt jetzt in einem Art Early-Dubstep-Gewand. Das gefällt mir sehr gut. Und ich würde dem Herrn sogar anbieten, wenn ich den Track release, dass das ein offizieller Remix davon ist. Crazy. Und, ich möchte nochmal 10 Punkte hergeben. Ich finde den 10 Punkte. Auch, ja, der Track ist auch nicht nur, weil er meine Melodie genommen hat oder so. Nee, überhaupt nicht. Der ist einfach stimmig. Auch der Beat ist fett und dynamisch. Er hat den Track so minimalistisch wie möglich gehalten. Ich dachte manchmal schon fast ein bisschen zu minimalistisch, aber nee, es ist okay so. Ja, ist für mich ein 10-Punkte-Track. Nice. Robert, wie sehen deine Punkte aus? Mischung war toll. Groove war toll. Bassline war toll. Stimmung war gut. Ach, schwer. Er lief trotzdem so ein bisschen vor sich her. Aber hatte auch interessante Abwechslung. Ich bin. Eine Hand und noch eine Hand mit zwei Fingern weniger. Acht Punkte. Okay. Moritz, deine Punkte für Harmonie. Puh, schwierig. Ich fand erstmal irgendwie die Mischung sehr angenehm. Also es war irgendwie so sehr dynamisch und sehr detailreich. Gerade der Beat, irgendwie coole Percussions, coole Sounds. Lied fand ich irgendwie auch witzig. Der hat mich an diesen, diesen GTA-Lied-Sound erinnert. Aber irgendwie lief der. Der lief schon cool und man konnte auch, also man kann irgendwie lange zuhören und es wird nicht langweilig. Trotzdem war es mir dann doch ein bisschen zu in Anführungsstrichen einfach gehalten. Also ich hätte mir dann schon noch mal ein bisschen mehr Bewegung gewünscht. Ich würde 5 Punkte geben. 5 Punkte, hier gehen die Meinungen weit auseinander. Torge. 10. Boah. Aber aus der Pistole raus. 10 Punkte. Übel geil, ja. Also ich finde es wirklich richtig gut. Vor allem der Mix war auch richtig nice. Und das hat jetzt nicht wirklich was mit der Bewertung zu tun, aber ich habe viele von meinen Sounds rausgehört. Und die finde ich logischerweise natürlich auch nicht schlecht. Darum sonst hätte ich sie ja nicht gemacht. Also auf jeden Fall richtig, richtig gut gemacht. Auch richtig geile Idee mit diesem Lied sind. Also so richtig... der von Florian, richtig nice G-Funk-Vibes hier. Also echt richtig gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. 10 Punkte. Nice. Okay, ich denke die ganze Zeit, so eine Allmann-Bewertung hätte nochmal hier gefehlt heute. So irgendwie so, boah, mega geile Nummer. Gefällt mir alles richtig gut. Meine Frau hat es auch gemocht. Ja, genau. 2 Punkte. typischen Restaurant bewährt. Okay, wir gehen weiter. Consint, Lost in Maze. Ist der nächste Track, der vorletzte Track. Und ich gehe noch mal kurz rein, damit uns jetzt hier klar wird gerade. Balog immer noch auf Platz 1, stärkste Nummer bisher. Fred auf Platz 2, aber Harmonie jetzt ganz dicht aufgerückt. Also wirklich, das sind Punkte Unterschied auf Platz 3. Gefolgt von Solamor. Da sind schon ein bisschen mehr Punkte. Also es wird sehr spannend. Die Community, ihr seid hinterher das Zünglein an der Waage. Los, Consint, Lost in Maze. Was ich jetzt schon mal hier an der Wellenform sehe, kein Break. Thank you.
Ja, Consent hat auch abgeliefert. Torge, wie viele Punkte gibst du aus unserem Studio? Ja, aber die muss ich nochmal kurz einmal leiser drehen. So. DJ Green Screen. DJ Green Screen. Das wird vielleicht so ein Side-Project mal so für ja. Ghost-Produktion. Ja, boah, ich schwanke zwischen 8 und 9 Punkten, weil ich finde das echt richtig nice. Also wirklich gut gemacht. Geile Umsetzung der Sounds so. Und du hast ja am Anfang gesagt, es gibt keinen Break. Das finde ich jetzt nicht so schlimm, den kann man sich ja. Das war keine Kritik, machen. Sondern eine. Ich weiß, ja, ich weiß. Feststellung. Genau, das war das Wort. Weiß ich ja, also es ist aber schon so, finde ich, dass es manchmal blöd ist, wenn kein Break da ist. Also weil das eventuell darauf hindeutet, dass es irgendwie die ganze Zeit nur das Gleiche ist, so ein bisschen loopy einfach. Aber das war hier nicht so, also war schon viel Abwechslung drin, finde ich, kann man sich gut anhören. Ich geb 9 Punkte. 9 sogar? Torge ist heute in Geberlaune, merke ich. Ja, es sind einfach geile Tracks alles. Also, ja, wirklich, ne? Also total stabile Tracks dabei. Ja. Florian. Ich gebe 8 Punkte, weil der Beat ist richtig gut. Nur die Synths und die tonalen Elemente, da fehlt mir so ein bisschen was. Ja, aber der Beat ist sehr gut, also 8 Punkte. Oh Leute, es ist spannend. Kristallisiert jetzt hier ein neuer Top-3-Track. Robert lacht, deine Punkte. Hau raus. Und jetzt die Albumbewertung. Also, ich finde, dass es eine 7 war, aber weil kein richtiger langer Break drin war, ist es sogar eine 8. Ein Punkt extra wegen kein Break. Das ist ein Bonuspunkt, weil endlich, bitte hört auf mit dem dauernd fucking Breaks. Ich möchte das nicht mehr hören. Gib doch einfach mal die Musik. Hört auf damit. Keine Breaks. Also, 7 Punkte, aber ein Punkt extra. Genau. Kann ich hier 7 plus 1 reinschreiben? Funktioniert ohne, dann spinnt die Tabelle. Das muss ein Bonuspunkt, definitiv bei mir. Okay, 8 Punkte von Robert. Moritz. Also ich fand auch echt mega eine geile Nummer. Irgendwie richtig, richtig coole Flächen, richtig geile Atmosphäre, geile Sounds, geile Synthes. Auch der Bass ist irgendwie richtig, richtig schön deep. Bassdrum finde ich richtig gut gemacht. Ich finde auch vom Mix her, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt täuschen lasse, weil der ziemlich laut gemastert scheint. Aber ich fand den Mix schon sehr, sehr gut. Also gerade Bassdrum und Bass gehen richtig, richtig schön tief im Frequenzspektrum runter und drücken ganz gut. Ich würde dem 9 Punkte geben und ich hätte mir, glaube ich, einen Break gewünscht. Aber ein Punkt Abzug wegen keinem Break. Aber sehr gelungen, ja. Ja, also ich weiß nicht, ich habe gerade mal kurz die Kommentare verfolgt und da gab es ja so, glaube ich, ein paar Beschwerden wegen Punkte ändern. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt möglich ist, aber ich meine, wir haben es ja vorher gemacht. Doch, ich finde das total fair, dass man Punkte ändern kann, wenn es nicht komplett ausrastet. Lass uns doch aber nochmal warten mit den Punkte ändern, okay, nach dem letzten Track. Und dann kann jeder noch einmal irgendwo eine Revision eingeben. Leute, also, wir haben jetzt 2 zweite Plätze. Ein Number One ist immer noch. Ja, Ballock, wie eine Festung steht er da auf Platz 1. Das ist es. Leute, also wenn ihr das Format unterstützen wollt, geht das ganz einfach. 95 Leute haben jetzt bereits schon unterstützt mit einem einfachen Like auf dem Video. Wenn ihr noch einen Schritt weiter gehen wollt, geht ihr auf sign.de. Da gibt es auch momentan 30,3% auf alles außer Plugins. Da könnt ihr uns auch unterstützen und ihr unterstützt so eure Musikproduktion. Und wir gehen jetzt in den letzten Track rein. Jetzt ist spannend. Jetzt sitzen da 38 minus 9, 29 Producer und denken, bin ich es? Und es ist Hypernova.
hat es noch geschafft. Hypernova hat es noch geschafft, in das Finale zu kommen. Ich schicke euch den Link. Ich bin sehr gespannt auf die letzte Nummer.
Okay, der letzte Track der zweiten One-Syn-Challenge. Jetzt gibt nicht nur Robert alleine Punkte, sondern auch die Katze. Wie heißt die Katze, Robert? Das ist Kaya. Kaya. Wie hat es ja. Kaya so gefallen? Spürt man das, wenn ihr Musik nicht gefällt? Oh, da hat sich Kaya ausgelockt. Das war's. Das war's. Na, dann warten wir mal. Hoffen wir, dass Robert wieder zurückkommt. Ich hätte sonst einen Ersatz hier. Ach, wo kommt der denn? Wo hast du den denn hergeholt? Aber der will jetzt blöderweise schon raus, dass sie gehen. Also jetzt läuft immer hier unten rum. Okay, also deine Punkte. Mhm. Oh, bei Robert ist Stromausfall. Das gibt es in Malta öfters. Er wird seine Punkte... Okay, wir warten. Also wir geben erstmal Punkte. Und vielleicht macht das das Ganze noch spannender. Florian, deine Punkte. Oh, jetzt ist natürlich unser gesamtes Ding. Moment, jetzt muss ich hier schnell was tun. Genau, der Track. Am Anfang dachte ich mir, ui, der Shaker ist aber ganz schön dick und schwer und laut. Ich hätte ihn fast um 3 dB leiser gemischt. Mhm. Aber genau der gibt auch diese rohe Energie. Und vielleicht kann man das im Mastering dann noch ein bisschen runterdrehen und dann passt's. Und ja, die Kick-Chord-Kombination und auch der Aufbau, wie sich die Elemente so ineinander schieben oder morphen oder faden, das ist ein weiterer 10-Punkte-Track für mich. 10 also, Punkte von 10 Punkte, ja. Florian. Da sieht man mal, wie die Qualität auch ist von diesen 10 Finalisten. Ja? Wenn ich an die letzte One-Syn-Challenge, da gab es, glaube ich, nicht einmal 5, wenn ich mich richtig erinnere. Aber Wahnsinn. Ich würde den Spiel. Ja, echt? Krass. Ja. Torge, deine Punkte. Wenn ihr mich jetzt doppelt seht hier, komisch, das liegt einfach daran, weil Robert ist jetzt raus und das hat die Ansicht zerschossen, OBS-Krams. Aber Torge, deine Punkte. Ja, 6 Punkte gebe ich, weil ich finde, der war, also wie alle Tracks, die wir heute gehört haben, geil und hat auch Drive gehabt. Aber ich finde, dass das mit dem Shaker so, das hat mich voll rausgehauen. Ich fand, das war wirklich viel zu laut. Und auch so andere Elemente waren auch, das war alles irgendwie so gleichzeitig komplett da und auch irgendwie nicht. Also dadurch, dass alles irgendwie so im Hintergrund oder Vordergrund, ich weiß gar nicht genau, war, kam nicht so richtig raus, fand ich. Und es war dadurch ein bisschen unübersichtlich und hatte halt nicht genug Abwechslung für meinen Geschmack. Also da hätte man, finde ich, noch mehr so sounddesign-technisch und effekttechnisch rausholen können. Weil ansonsten so dieser Underground-Vibe war ja schon da, aber ich finde, das muss dann noch so ein bisschen differenzierter sein alles. Also so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr durchkommen irgendwie. Also 6 Punkte. Trotzdem 6 geil. Punkte von Torge. Moritz, Robert hat gerade geschrieben, er ist gleich wieder da. Strom ist da, er wartet noch auf Internet. Also ich finde auch, dass die Shaker und die Percussion-Elemente zum Teil richtig oder für mich irgendwie sehr viel kaputt gemacht haben, weil ich dachte am Anfang immer so irgendwie, also als Beispiel, es gibt dann kommt der Break und dann kommt irgendwie Bassdrum wieder rein und die Percussion-Elemente fallen weg und dann kommt eine Hi-Hat rein und noch so eine Clap, die so ein bisschen rhythmisch, so ein bisschen nicht arrhythmisch, sondern quasi andere Akzentuierungen hat und dann fängt es auf einmal an, übel zu grooven und das hat mich dann plötzlich voll gepackt und dann ist es super stimmig, hat einen richtig geilen Vibe und auch gegen Ende, wo dann nur noch diese 16. Bassline läuft und nur noch so eine Off-Hi-Hat, fängt es plötzlich übel an zu grooven und hat irgendwie, es ist super stimmig dann plötzlich. Und dann habe ich auch nicht das Gefühl, dass da noch irgendwas fehlt. Dann ist es so einfach ein super geiler Track, aber halt am Anfang, wenn diese Shaker da sind und auch dann, wenn die Shaker wieder reinkommen, finde ich es ein bisschen unstimmig. Ich würde dann 7 Punkte geben. 7 Punkte von Moritz. Deshalb, ich glaube, wenn, genau, sonst, ja, 7. Okay, ja. Nice, nice, nice. Jetzt warten wir noch auf Robert. Das macht die Sache natürlich noch spannender. Stromausfall auf Malta macht hier das ganze Format noch spannender. Ja, was soll ich so lange erzählen? Ich kann dir mal viel erzählen. Ich kann ja mal nochmal den Syn zeigen. Übrigens signiert von allen 4 Challengisten. Von Flatscreen, von Moritz, von Henning, der heute leider nicht dabei ist.
weil er krank ist. Und, oh, ich glaube, da kommt Robert wieder. Robert. Ich würde noch mal kurz korrigieren. Ich würde 8 Punkte draus. Einfach, weil der eine Teil, der hat mich so gepackt. Und ich finde, das andere, wie gesagt, die Shaker machen es für mich ein bisschen kaputt. Aber ich würde es mal trotzdem 8 geben. Genau. Okay. 8 Punkte. Jetzt 24 Punkte hat Herr Robert. Wie hat dir die Nummer gefallen? Sechs Punkte von Robert. Begründung? Begründung. Die Idee war eigentlich gar nicht, die war eigentlich ganz gut, also so klubbig und ravig irgendwie. Aber das hat nicht so ganz gezündet bei mir. Aber das ist ja immer alles Geschmackssache, ne? Also das Level heute Abend war aber auch echt, also gut. Also wenn, ne? Wir hatten echt schlimmere Track-Feedbacks. Ja, unbedingt, unbedingt. Ja, also ja, das ja. Hier ist echt High-Level. Ja, trotzdem, aber ich finde 6. Also es ist, die Konkurrenz ist so gut hier. Mhm, 6. Ja, also ich muss auch sagen, Level absolut fantastisch. Ich bin richtig stolz auf die Sign-Community, auf alle, die mitgemacht haben. Und, also das hätte ohne Scheiß qualitativ einfach gerade so ein, wir hören mal in ein paar Releases rein, die wir so bekommen haben irgendwie, sein können. Oder einfach so, ich gehe in den Plattenladen und höre mir einfach die Platten durch. So, es war wirklich, wirklich gut. Und wenn man dann nochmal mit einbezieht, dass ja wirklich nur dieses Sample-Pack zur Verfügung stand und ja stark limitiert war durch... Also Wahnsinn. Aber jetzt geht's in das Community-Voting. Wollt ihr nochmal eure Punkte verändern? Gibt es noch irgendwo, wo ihr nochmal rein wollt? Ja. Moritz. Ich würde... Also ich muss auch nochmal dazu sagen, ich habe das irgendwie während ich mir quasi überlegt habe, welchen Punkt ich gebe und wenn ich den Track angehört habe, was voll das... quasi Kompliment ist quasi völlig immer ausgeblendet, automatisch, dass das ja quasi alles gerade nur aus den Samples besteht. Einfach weil das so, fand ich, gut gemacht war mit den Samples, dass ich die selten wiedererkannt habe irgendwie oder dass ich selten, also es war nicht so, dass man immer sofort einen Track hörte und dachte, ach krass, okay, ja, das ist hier die Bass schon, das ist hier die Hi-Hat und so. Und es war wirklich so gut gemacht, fand ich, dass ich das automatisch völlig ausgeblendet habe, dass es ja gerade alles nur um diese Samples sich handelt. Und dann wahrscheinlich mal irgendwie so dachte, so, okay, die Clap hätte ich anders gemacht. Und dann fällt mir so ein, ach krass, ja, aber die hatten ja nur diese 3 Clap. Also, ne? Also ich habe das immer irgendwie so völlig ausgeblendet, was, wie gesagt, ein Kompliment ist, genau. Und weil du gerade gefragt hast, ich würde auch noch mal, ich muss mit dem Namen, den, oh Gott. Entschuldigung, ich hab's gleich. Er macht's auch spannend hier, mein Gott. Das ist so unscharf. Ich würde... kannst du gerade mal die Namen, den zwei... Also, ich sehe es nicht genau. Warte, ich gehe größer. Also, wir haben Ballock, Fred, Consent, Harmony, Hypernova, Soloma, bei Jack... bei Ballock hatte ich 8 gegeben, ne? Ballock hattest du 8 gegeben, genau. Okay, genau, den würde ich auch auf 9 nochmal hochschieben. Ballock... Oh, Ballock auf 9 hoch. Dann haben wir jetzt hier Way Ahead Ballock. Ein Fels, ein ich stelle mir Ballock der Name, der klingt schon stabil, oder? Ja, auch der Track-Titel, dieses Tan, wie heißt es nochmal? Das klingt schon richtig krass. Aha. Wie eine Serie, ein ganzer Film-Epos. Ja. Ballock, der Wikinger. So, Leute, jetzt geht es in das Community-Voting. Ich hoffe, ihr seid noch alle am Start und gebt jetzt eure Stimme ab. Ich droppe jetzt den Link hier in die Kommentare und pinne den auch einmal oben an. Das ist der normale, den ihr auch immer beim Track-Feedback habt. Nicht wundern, dass das steht vor 4 Monaten, weil wir das Poll vor 4 Monaten erstellt haben. Da könnt ihr jetzt abstimmen, weil das letzte Mal immer so ein bisschen buggy war, nehme ich die Abstimmung jetzt anders mit rein. Damit ihr die auch live verfolgen könnt. So,
Okay, da ist sie. Schiebe ich mir die jetzt mal hier hinten hin. So, sieht jetzt nicht besonders schön aus, weil Torge ja auch nicht da ist. Torge macht ja sonst immer die Streams. Aber Torge sitzt da. Ja. Genau, ist ja im Studio. Da geht doch gar nicht weg. Leute, votet, 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 votet. Wir hören noch mal kurz durch. Wir hören noch mal durch. Wir hatten am Anfang Prevision. Prevision aktuell hier gestimmt mit 25 Votes. 25 Points. Gabi Gunn. Ich kommentiere jetzt auch nicht. Nochmal zur Erinnerung. Ich suche mal gerade kurz, wo ist denn jetzt der Poll hin bei mir hier auf den ganzen Fenstern? Da. Wir wollen ja die Ergebnisse sehen. Ballock. Ich bin ehrlich, Ballock für mich die stärkste Nummer. Meine Meinung. Werde ich auch gleich abstimmen. Darf ich auch nochmal abstimmen? Nee, wir haben ja nein, schon abgestimmt. Nein, ihr habt schon abgestimmt. Dann hatten wir bei Jika, kam in der Community sehr gut an. Boah, guck mal, wie das Voting hier ausrastet. Wie wird das dann gleich verrechnet? Platz 1 bekommt 10 Punkte. Was? Wir schicken einfach eine Rechnung, ganz einfach. Genau. Wir machen Platz 1 bekommt 10 Punkte und so geht's dann runter. Fred aktuell hier scheinbar Nummer 1. Die gute Laune Nummer. Gute Laune siegt momentan vor düsterer Stimmung. Kann ich verstehen. Solomar. Sehr, sehr stabile Techno-Nummer. Aktuell 8 Votes aus der Community. Fritz Ferdinand, Space Knight. Das war der Track, wo der Aufzug nicht genug nach Pipi gerochen hat. Ich finde den schön, ne? Ja, ein bisschen. Kriegst mal Lust auf Zuckerwatte. Ich will da so einen Cocktail aus einer Kokosnuss raus trinken. Willst du nicht? Ja, gut. Ist nicht so geil, wie man sich das vorstellt. Harmonie war ja auch sehr, auch von Torgen, glaube ich, 10 Punkte bekommen, ne? Ja, das ist auch echt eine gute Nummer, ja. Consint, ich muss noch mal gucken. Consint aktuell auf Platz 3. Aktuell auf Platz 3. Der Track ohne Break. Ein Punkt extra für ohne Break. Und dann Hypernova. Aktuell auf Platz 5. Okay, jetzt beenden wir gleich das Community Voting. Fred rastet hier komplett aus gerade im Voting. Ich lasse das Voting jetzt noch genau eine Minute laufen, indem ich hier die Stoppuhr starte. So, und damit es spannend bleibt, blende ich die Votes aus. Und dann verteilen wir die einzelnen Stimmen mal in der Tabelle und dann sehen wir, wer der Gewinner ist. Wir fangen dann von unten an.
So spannend war es noch nie in all den zwei One-Zone-Challenges, die wir bisher gemacht haben. Übrigens steht auch schon. Genau, übrigens steht auch schon die nächste One-Zone-Challenge. Die wird aber eine One-Gear-Challenge, weil es kein Zünd ist. Aber auch sehr, sehr spannend. Auch schon coole Gäste dabei. Und in zwei Wochen gibt es unser Producer-Turnier. Das wird richtig cool. 6, vielleicht sogar 8 Producer hier vor Ort im Sign-Studio treten gegeneinander an. Also den ersten Sign Producer Cup läuft samstags und sonntags nachmittags und es gibt am Ende ein großes Finale. Das heißt, es gibt immer zwei Producer, produzieren quasi immer gegeneinander und ihr könnt bewerten, wer am besten produziert hat. Wir stellen lustige Aufgaben wie stopp, Community Voting ist vorbei, ich habe zu lange gelabert. Ja, ab jetzt keine Stimmen mehr. Ich mache mir einen Screenshot, damit jetzt hier alles gleich bleibt. So, jetzt ist das Voting zu Ende. So, wo ist der Screenshot hin? Da ist er. Dann werde ich jetzt mal hier den Screenshot einblenden. So. Wo haben wir ihn? Da. Das ist der Screenshot. Und ich verteile jetzt mal die Punkte. Also, Fritz Ferdinand bekommt einen extra Punkt von der Community. Prevision bekommt 2 Punkte aus der Community. Gabby Gunn bekommt 3 Punkte aus der Community. Solama bekommt 4 Punkte aus der Community. Solama, wo ist er? Da, 4 Punkte. Dann geht es weiter mit, ich kann den Namen nicht aussprechen, Bajka, haha, bekommt 5 Punkte. Consent, 6 Punkte. Balok, 7 Punkte. Harmonie bekommt 8 Punkte. 8 Punkte. Hypernova, 9 Punkte. Und finally Fred, Communities Liebling, 10 Punkte. Und das bedeutet, wir haben einen Gewinner, Leute. Der Gewinner ist Fred, ganz knapp um einen Punkt hat er es nicht gegen Balok geschafft. Leute, das ist doch mal ein Finale gewesen hier, oder? Das war doch mal ein Finale. Crazy. Ja, herzlichen Glückwunsch, Fred. Du hast einen Peak gewonnen, Alter. Das ist ja auch ein geiler Preis, muss man mal sagen, oder? Das ist ja jetzt nicht irgendwie so, du hast eine Tasse gewonnen. Oder T-Shirt, sondern ein fucking Peak, auch noch handsigniert von 4 verdammt guten Producern. Wahnsinn. Geil. Glückwunsch. Ja. Ja, wer kann nur gratulieren. Ich hoffe, Fred ist am Start hier und freut sich jetzt gerade. Ich sehe ihn schon im Chat. Er freut sich. Ich kann mir vorstellen, dass er sich jetzt verdammt freut. Mach doch mal ein Selfie, wie sehr du dich freust. Post es auf Instagram und verlink uns. Wir reposten das. Und vielen, vielen Dank an die Community. Auch Dank an Robert natürlich jetzt erstmal, der hier spontan eingesprungen ist. Danke aber auch an unsere 4 Teilnehmer. Nochmal einen dicken Prop an DJ Flatscreen, unser Underdog in der Challenge. Richtig, richtig guten Track rausgehauen. Moritz, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast und dir die Zeit genommen hast. Florian, danke, danke, danke. Wir sehen uns noch öfters. Und Robert, Grüße gehen raus an Henning. Henning, schade, dass du nicht dabei warst. Wahnsinn. Also, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder im Track Feedback. Wer ist dabei? Torge, weißt du, wer nächste Woche Dienstag dabei ist? Du bist dran. Alex Bau und Introversion nächste Woche. Ich bin auf jeden Fall nicht da, weil ich in Quarantäne bin. Ach so, dann muss ich das übernehmen. Stimmt. Du musst das leider übernehmen, ja. Stimmt, stimmt. Also nächste Woche Track Feedback mit Alex Bau und Introversion.
Es gibt noch einen Producing-Stream in den kommenden Wochen und unser großes Turnier. An dem Turnier nehmen übrigens teil Torge, Lukas, Fafi, Piers ist am Start, Auxilio ist dabei. Wie bitte? Das wird geil. Das wird geil. Wer ist noch dabei? Ich moderiere das Ganze. Line-up steht noch nicht ganz, aber es wird ein cooles Wochenende mit richtig viel funny Sessions. Könnt ihr auch hier auf YouTube sehen. Ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, wisst ihr, wo ihr unseren Shop findet. Da gibt es momentan noch 30,3% Rabatt auf alles außer Plugins. Glückwunsch nochmal an den Gewinner. Vielen, vielen Dank an die liebe, tolle Community. Ihr seid einfach Wahnsinn, wie ihr mitgemacht habt. Und ich freue mich schon auf die nächste Challenge. Ich gehe raus. Wir sagen alle Tschüss. Und eine kurze bald. Sache noch. Florian, hau raus. Florian, ja, natürlich. Der Producer ja. Harmony kann sich bei mir melden. Ich würde, wenn ich meinen Track jetzt dann mal fertig produziere, sein Track als offiziellen Remix nehmen. Ist doch ein schönes Trostpflaster, oder? Mhm. Ja. Und die Community hat gerade noch einen guten Punkt. Und ich würde sagen, das machen wir noch. Wir hören den Track nochmal, oder? Wir hören jetzt nochmal den Track. Lassen das Ganze hier rauslaufen. Wenn der Track vorbei ist, gehen wir Kommentar raus, los raus. Wir verabschieden uns schon mal. Den Gewinner-Track hören wir jetzt nochmal. Die gute Laune-Nummer. Dann macht's gut. Ciao. Tschüss. Voll mit Herzen und Emojis. Einmal noch alles voll spammen hier für die Stimmung. Ganz Chat voll ballern.
Tschüss.